Hallo und herzlich willkommen. Ich stehe hier mit Michael und Beatrice und wir reden heute über Orte des digitalen Empowerments. Dankeschön. Könnt ihr uns hören? Genau, ich mache auch mal Stimmsprachprobe. Wunderbar, alles klar. Super. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt einen spannenden Tag schon gehabt. Genau, wir wollen euch kurz mitnehmen auf eine Reise, wie unsere Initiative und jetzt Verein zustande gekommen ist. Und dann gerne mit euch gemeinsam diskutieren, über was für eine Rolle Orte des digitalen Empowerments spielen können in einer Stadtgesellschaft. Genau, wir sind Topio, Public Space for Privacy. Wir sind aus 2017 als Initiative haben wir angefangen und sind jetzt seit November letztes Jahres ein gemeinnütziger Verein. Und unser Hauptantrieb ist eigentlich die immer stärker werdende Machtkonzentration der Digitalkonzerne und die Frage, wie eine Teilhabe am Digitalen eigentlich noch gelingen kann, wenn man nicht die Nutzungsbedingungen von großen Tech-Konzernen unterschreiben, sich dahingeben möchte. Genau. Wir haben eigentlich angefangen in einem kleinen Projektraum in Moabit in 2017, wo wir eine Ausstellung und eine Vortragsreihe veranstaltet haben, die hieß Open the Black Box. Und da haben wir einen spekulativen Blick in den Blackboxen von Big Tech geworfen oder versucht zu werfen. Genau, da gab es so eine Dreiteilung. Genau, ja. Genau, kann ich ja vielleicht mal genau. Es ist gar nicht so einfach. Also genau, die Frage war für uns so, wie können wir überhaupt Menschen, die vielleicht jetzt mit diesen ganzen Problematik der Machtverschiebung der großen Digitalkonzerne, sage ich mal, sich nicht jeden Tag mit beschäftigen oder so, war die Frage, wie kann man das eigentlich in einer Ausstellung, in einem Vortrag, sage ich mal, gut, kurz und knapp verständlich vermitteln. Und haben uns dann für eine einfache, klingt jetzt einfach, aber es ist dann immer ein bisschen kompliziert, aber für eine Dreiteilung entschieden. Das eine ist eben das ganze Spektrum des Messens, des Erfassens der Daten, weil natürlich in immer mehr Geräten, in immer mehr Dingen, die uns umgeben, sind irgendwelche Sensoren verbaut. Immer mehr interagieren wir mit irgendwelchen Sensoren. Das fängt an von der smarten Zahnbürste, die vielleicht mit unserem Smartphone verbunden ist. Natürlich ganze Smart-Home-Lösungen. Wenn wir natürlich im Internet irgendwie unterwegs sind, fließen irgendwelche Daten die ganze Zeit durch Tracking und so weiter weg, bis hin jetzt eigentlich neuerdings oder nicht ganz neuerdings bis zur fast 360-Grad-Vermessung unseres Stadtraums durch Tesla zum Beispiel. Überall stehen diese Karren rum, man weiß nicht, welche Daten da abfließen. Ich meine, die Berliner Polizei hat jetzt, glaube ich, gerade aktuell entschieden, dass Tesla jetzt nicht mehr auf die Gelände der Polizei drauffahren darf, weil man eben gar nicht weiß, was da für Daten abfließen, aber man darf eben immer noch im Stadtraum rumstehen. So, genau, das war das ganze Thema des Messens. Man muss auch immer dazu sagen, dass wir ja so ein bisschen in der Steinzeit des Messens uns befinden, weil letztendlich die Welt wird ja immer mehr, sag ich mal, mit Sensoren ausgestattet. Das ist natürlich auch so eine Sache, die wir versucht haben zu vermitteln, dass wir eigentlich erst eben da am Anfang stehen. Und die Tendenz geht auch immer mehr zu ehrlichen Daten. Das heißt eben, die Firmen wollen natürlich immer mehr Daten von uns haben, die wir gar nicht selber kontrollieren können. Also nicht, was gebe ich jetzt ein oder wo klicke ich auf irgendeine Webseite, sondern eben, wie klicke ich auf eine Webseite oder wie sieht jetzt mein Gesicht gerade aus, wie bewege ich meinen Körper, welche Worte, Wortschatz und so weiter. Also alles Dinge, die ich gar nicht jetzt so perfekt, sag ich mal, unter der Kontrolle halten kann. Genau, und diese Bereitwilligkeit auch von uns natürlich permanent diese Daten abzugeben, das gibt ja auch so die Begriffe Chilling-Effekt oder so, wir gewöhnen uns halt immer mehr daran, dass das halt irgendwie so ist, irgendwie fließt es halt irgendwie weg, viele haben es auch nicht mehr unter Kontrolle. Das führt natürlich auch dazu, dass ganz immer mehr Geschäftskonzepte natürlich eben auch einfach das ganz zentrale Element des Geschäftskonzeptes eben irgendwelche Daten abzugreifen. Und der zweite Teil war dann der Bereich des Berechnens. Da ging es eben darum, zu zeigen, wie kann man eben Profile bilden, was kann eigentlich so eine Profilbildung über uns persönlich, sage ich mal, aussagen. Angefangen eben von, sage ich mal, Bildung. Genau, User-Profile. Datenerfassung. Genau, also das ganze Thema eben, erstmal hier nachgucken. Genau, genau, also politische, sexuelle Neigung, finanzielle Ressourcen, was weiß ich. Also das ganze Spektrum eben, die eben, sag ich mal, in den großen Datenfabriken, in diesen Profilen über uns gebildet werden. Und letztendlich auch dazu immer natürlich der Punkt, dass natürlich auch viel eben über Daten von Dritten natürlich auch über uns was aussagen. Das haben wir versucht, so ein bisschen in so einem Bild zu kreieren, wie, sag ich mal, in der Archäologie, wenn ich jetzt, sag ich mal, 10.000
Zehntausende von archäologischen Vasen analysiert habe, dann reicht halt eben irgendwann es eigentlich aus, wenn ich einen kleinen Splitter irgendwo finde. Und dann kann ich anhand einfach dieses kleinen Splitters und den Daten eben über viele, viele andere, kann ich natürlich hochrechnen, wie die Vase wahrscheinlich aussieht. Das heißt also, auch da spielt eben einfach die Datenmenge, die da eben sozusagen schon vorhanden ist, eine große Rolle. Und so entsteht halt über uns selber natürlich ein unsichtbares Ich, was wir versucht haben darzustellen, dass eben das halt auch das große Risiko ist, dass über von jedem von uns existiert halt irgendwie ein digitales zweites Ich, was eben eigentlich viel mehr über uns weiß, also die Companies, die dieses Profil von uns eben abrufen können, viel mehr über uns wissen, als wir selbst und unsere ganze Umgebung. Und dass eben, wenn wir das war dann im dritten Punkt, der Bereich des Steuerns und Beeinflussens eben, dass wir ja immer mehr mit irgendwelchen digitalen Devices, Oberflächen interagieren und dass dann eben immer sozusagen da natürlich im Hintergrund auf diese Daten zurückgegriffen wird und eben versucht wird, mich zu irgendeiner Handlung eben hin zu motivieren, was eben gerade, was auch immer das Ziel eben ist, sei es eben, dass ich irgendeine Anzeige klicke, sei es eben was auch immer, also soll mich halt zu irgendeiner Handlung verleiten und das wird natürlich auch in der Zukunft immer zunehmen. Von strukturelles Informationsungleichgewicht, da spricht man dann von. Genau. Genau, und dann, und das Gruselige eben an der ganzen Situation ist natürlich, was ja auch so ist, ist, dass man ja eben auch, wir sprechen ja auch von der fünften Gewalt und so, aber letztendlich ist es eben so, dass Presse, Wirtschaft, Politik, Journalismus, letztendlich wir eigentlich immer noch nicht wissen, was da eigentlich wirklich auf diesen Datenservern passiert und wie diese ganzen Daten und Informationen jetzt, sagen wir mal, von Google, Facebook und so weiter eben eingesetzt wird. Das heißt, es ist eigentlich immer noch ein riesiges Dunkelfeld, deshalb eben auch der Titel Open the Black Box in dieser Ausstellung. Genau. Das ist eigentlich das Begriff digitale Selbstverteidigung, das an sich schon auf das Problem hinweist, nämlich dass viele, viele Gesetze noch immer im digitalen Raum nicht greifen und wir als Nutzerinnen auf uns selbst gestellt sind. Genau. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu schützen, aber in der Praxis ist es so, dass das technisch komplex ist und dieses Wissen stellt eigentlich ganz wenige Menschen zur Verfügung. Dann waren wir eigentlich ganz froh, dass dann 2019 dieses Bericht auskam, dass das Problem auch noch mal ein bisschen von so einem Menschenrechts Ecke beleuchtet, also wie die Geschäftsmodelle von Google und Facebook einen Angriff auf das Recht auf Privatsphäre, Meinungsfreiheit, Redefreiheit bis hin zu Gedankenfreiheit und Gleichberechtigung darstellen. Was dann manchmal ganz hilfreich ist, weil das Problem ist ja so komplex, dass man es manchmal immer wieder versucht zu erklären und immer wieder eine Diskussion anfängt mit Menschen, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen oder was ist das jetzt, was ist da jetzt das Risiko? Und da weisen wir dann hier darauf hin. Und, Weil da hat man zumindest mal auch einen Namen, wo man sagen kann, okay, Amnesty International ist zumindest, sage ich mal, irgendwo eine Referenz, wo man vielleicht was mit anfangen kann. Mhm. Genau, letztendlich haben wir aber auch festgestellt, dass natürlich durch diese Ausstellungen und durch die Vorträge, das immer letztendlich auch ein bisschen dann in dieser Problembeschreibung verharrt. Das hat man eigentlich auch ganz oft, wenn man auf irgendwelche Panels geht und so über diese ganze Thematik, es ist immer die Probleme und dann enden halt oft eben die Vorträge darin, dass man sagt, so, das sind die Probleme. Heute waren wir mal auf einem Vortrag mit Rena Tangens von Digital Courage, da wurde dann auch schon viel so Lösungsfenster mal aufgemacht, so, aber es ist halt oft eben, bleibt es eben bei Problembeschreibung. Genau, es ist auch ganz spannend, die Problembeschreibung. Hier sehen wir noch einen Artikel, der hängt auch bei uns so in unserem Raum. Das ist ein Zeitungsartikel von 2008. Der sieht jetzt aus, als wäre aus der Steinzeit, aber er ist ein bisschen vergilbt. Aber dieser Artikel ist von 2008 und es ist so einer der mir Bekannten, den habe ich geschenkt bekommen von irgendeinem Freund von mir, der so zum ersten Mal so ein bisschen Kritik an diesem Konzept von Google eben, der Google der Suchmaschine anbringt, wo eben jetzt plötzlich Google nicht mehr so die reine, weiße, saubere Suchmaschine ist, sondern hier wird eben gefragt, welche Gefahr geht eigentlich aus? Damals in Deutschland so 90% war der Marktanteil damals von Google. Da war halt die Frage, welches Risiko geht eigentlich davon aus, wenn wir eben eigentlich unsere ganzen Anfragen, unser Wissen eigentlich eben über diese Suchmaschine generieren. Und in diesem Artikel wird noch so angedeutet, es gibt jetzt irgendwie so eine Idee von Google, an einem freien Betriebssystem, Android soll sich das vielleicht nennen, irgendwie mitzuarbeiten. Und in diesen letzten 15 Jahren hat sich Google vom Marktwert verzehnfacht. Und insofern hat sich auch das Problem von Google auch verzehnfacht. Also wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt, haben wir eigentlich jetzt 10-mal Google, weil Google ist natürlich noch weniger nur Suchmaschine. Google ist natürlich... Haben wir erstmal zu 80% haben ein Android in die Hosentasche. Genau, in der Zwischenzeit haben genau zu 80% circa ein Android-Telefon in den Hosentaschen mit eben krasser Live-Datenerfassung. Mhm. Google ist natürlich in der Medizin, Google ist in der Robotik, Google ist in der Zwischenzeit für viele NGOs und Firmen
durch die Google Suite komplette Arbeitsumgebung. Also Google ist eben einfach allumfassend Google. Und sagt selbst, Competition is for losers. Genau, Competition is for losers. Gerade, in einem Vortrag, wie Sie sozusagen auch Ihr Monopol ganz, ganz bewusst und mit einer gewissen Arroganz auch verteidigen. Genau. Also das heißt, da war eben auch ein bisschen klar, also für uns war auch klar natürlich, das Wissen über die Problemlage ist da, viele Menschen haben davon schon gehört und haben das irgendwie auch mitgekriegt. Die Mehrheit nutzt natürlich letztendlich trotzdem die Dienste, weil zu dem Zeitungsartikel von da, ich glaube, der Marktanteil hat sich kaum verändert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, der liegt jetzt bei, ich weiß nicht, in Deutschland, Google wahrscheinlich 87%, vielleicht ist er 3% runtergegangen, weil noch welche Menschen Ecosia nutzen oder DuckDuckGo oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es da kleine Verschiebung gab. Genau. Und wenige Menschen haben eben das Wissen, wie man sich schützen kann, was man überhaupt tun kann, um dieser Sache irgendwie halbwegs Herr zu werden. Genau, da haben wir dann gedacht, was können wir jetzt dann machen, um wirklich einzuwirken oder wirklich da zu einer Lösung zu kommen. Wenn wir noch immer digitale Mittel nutzen wollen, wie können wir dann vorangehen? Und da sind wir dann eigentlich langsam auf die reichhaltige und unglaublich vielfältige Potenziale der freien Open-Source-Software-Welt gekommen, auf ihre viele Software und Plattformen, die eigentlich abseits von Tech-Monopolisten auf ein ganz, ganz andere, auf ganz, ganz andere Prinzipien eine digitale Welt aufbauen, die nicht vergleichbar ist. Also die beruht auf Gemeinschaft, Kollaboration, Kompatibilität, Nachhaltigkeit und von vornherein Nachhaltigkeit und Privacy by Design schon mit reindenken. Genau, also hier ist natürlich jetzt einfach nur ein Beispiel eben über das Fediverse, eben über die Reichhaltigkeit alleine an der Masse an Anwendungen und Plattformen, die es da schon eben einfach gibt. Und hier ist eben einfach der Punkt, genau, das ist eben nicht kapitalgetrieben, es liegen eben ganz andere Grundstrukturen vor, aber es ist trotzdem so, dass es eben in der Häufigkeit, haben wir festgestellt, trotzdem bei Menschen einfach, sag ich mal, jetzt sind wir natürlich hier an der TU und jetzt sind wir bei Bits und Bäume, da ist natürlich ein hohes Wissen da über alternative Plattformen zu den großen, aber... Die meisten Menschen, die wissen eigentlich gar nicht, was soll dann überhaupt das Unterschied sein zwischen Mozilla oder Chrome oder zwischen OpenStreetMap und Google Maps oder Signal und WhatsApp. Das klingt alles erstmal ganz ähnlich dann für meine Familie oder meine Arbeitskollegen, aber da steckt halt eine ganz andere Welt dahinter. Genau, und da war eigentlich unsere Gedanke zu gucken, wie können wir mit unseren Hintergründen da etwas dran beitragen, weil wir kommen nicht aus der IT, aber aus Design, Bildung und Kunst. Und da wollten wir eigentlich dieses unsichtbare Unterschied versuchen darzustellen. Genau, so. Und dann war es eben so, dass wir uns ein bisschen gefragt haben, wo gab es denn in der Gesellschaft ähnliche Dinge, wo vielleicht auch irgendwie Probleme auftraten, wo Menschen, sag ich mal, irgendwie daran gearbeitet haben, neue Begrifflichkeiten, neue Bilder zu kreieren. Und dann sind wir eben, lustigerweise wurde es vorhin auch auf dem anderen Vortrag angesprochen, es geht eben zum Beispiel über die Lebensmittelbranche. Da ist es zum Beispiel auch so, dass natürlich vor 50 Jahren, sage ich mal, haben irgendwelche Menschen gesagt, okay, wir brauchen vielleicht ökologische Landwirtschaft, wir brauchen faire Arbeitsbedingungen, faire Produktion für Lebensmittel. Und letztendlich wurde man da weitgehend auch, sage ich mal, eher als Spinner gesehen. Und dann haben irgendwelche kleine Ökoläden aufgemacht, Biomärkte. Und das war alles noch ganz, ganz weit irgendwie ein komisches Spinnertum. Und in der Zwischenzeit ist es das manchmal in der Zwischenzeit schon so, dass Aldi irgendwo geht. Aldi gibt eine Filiale auf und Alnatura entsteht da. Und da sind sozusagen durch diese Bio-Märkte, die halt heute existent sind, oder auch Begriffe wie veganes Leben und so weiter, das sind einfach ganz viele Komplexitäten, sind da auch einfach zusammengeschnurrt. Also Leute beschäftigen sich jetzt, gehen nicht deshalb in Bioladen einkaufen, weil sie sich hochintensiv mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt haben, sondern es wird auch eine Art, man könnte sagen Trend, es wird eine Art Lifestyle und Menschen sagen, okay, ja, nee, ich möchte halt eben irgendwie nachhaltig, ich möchte gesund leben und so weiter. Das heißt, da wird manchmal gar nicht immer im Detail alles nachgefragt, sondern es entstehen eben über die ganzen langen Prozesse, sag ich mal, Vereinfachungen und auch Bilder, mit denen Menschen eben da in einer größeren Breite was anfangen können. Genau. Und so kamen wir eigentlich auf die Idee des Fair Apps Markets. Du siehst schon in dem Hintergrund erstmal ganz klein, ein Fahrradanhänger mit ein paar Früchte drauf. Genau, ein paar Früchte drauf zu machen. Und dazu haben wir eben einen Flyer gemacht. Es war auch so ein bisschen eine Mischung aus sarkastisch. Also wir dachten halt so, einerseits wollen wir so ein bisschen, ich sag mal, klassisches Bildungs
Bürgermilieu, Bürgerinnenmilieu ansprechen und dachten, okay, da ist ja ein Wissen da, Biomarkt, ich will fair einkaufen. Dann haben wir uns halt gefragt, da lautet halt der Satz hier in unserem Heft oder in diesem Flyer, bei Lebensmitteln schätzen wir fair und nachhaltig, sollte es in der digitalen Welt nicht genauso sein. Ja? Also warum, sage ich mal, haben wir auf der einen Seite da eben so diesen Anspruch auf, ich will, sage ich mal, hier fair und bio für mich Lebensmittel einkaufen. Auf der anderen Seite benutzen wir eben die großen Big-Tech-Plattformen, die eben eigentlich, man kann sagen, gesellschaftszersetzend, wie Säure, sage ich mal, sich eigentlich durch unsere Gesellschaft durchfressen. Genau, weil gerade das Bildungsbürgertum manchmal so bejahend diese Plattformen umarmt, dass wir dachten, hey, da könnte man... Genau, das war so. Ja, genau, weil da ist ganz, ganz besonders beliebt Apple und so weiter. Ne? Da waren wir auf viele Straßenfeste und Märkten und haben mit vielen, vielen Menschen geredet und haben dann eigentlich gemerkt, okay, Menschen sehen das gar nicht als eine ironische Zwinker, aber die haben total viel Bedürfnis, über dieses Thema zu reden, haben genau die gleiche Sorgen wie uns und sind eigentlich total froh, dass es jemand gibt, die da irgendwie einen alternativen Weg hindeutet. Genau, und dann waren immer die Leute da und haben auch gesagt, können wir da ein Foto schießen? Ah, das ist super, habt ihr da auch eine Liste davon? Haben wir natürlich auch mal gesagt, das ist nur wirklich eine kleine, sag ich mal, ein bisschen beliebige Auswahl. Es war so ein bisschen sortiert nach Büro, Kommunikation, Social Media und so weiter. So, es war aber jetzt nur eine Auswahl, das war jetzt gar nicht, um jetzt zu sagen, das ist jetzt sozusagen die ultimative Antwort auf diese ganzen Sachen. Genau, und wir haben halt auch festgestellt, dass natürlich die Menschen sich das angucken und sagen, oh toll, oder ich habe auch manches schon ausprobiert, aber es besteht halt immer wieder auch diese Schwierigkeiten, Hürden, das haben wir vorhin auch in einem anderen Vortrag gehört, es ist eben so, oft ist natürlich die Usability oder auch die Webseiten, wenn man irgendwo manchmal auf eine Webseite kommt, von so einem Open-Source-Projekt, dann ist das manchmal eben alles gar nicht so einfach zu verstehen. Das ist natürlich manchmal anders als bei den ganz großen Playern, wo einfach nur steht, hier gib deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und irgendwie fährt alles das Ding dann geregelt, los. Geregelt, ja. Genau. Oder die Einstellungen sind erstmal ganz privacy-freundlich eingestellt, aber das heißt dann manchmal, dass ich gar nicht ein Foto machen kann oder gar nicht auf die Nutzungen zugreifen kann. Genau. Und aber dann, wir haben gemerkt, wir brauchen eigentlich für eine wirkliche Umsetzung braucht man Zeit und Ruhe und braucht man eine Festigkeit, um sozusagen wirklich dafür zu sorgen, dass die Menschen, die Interesse haben, aber nicht wissen, wie es weitergeht, um die zu helfen. Und dann kam der Versuch, also bekamen wir die Möglichkeit, um in der Markthalle Moabit, der Arminius-Markthalle, vielleicht kennt ihr das, nicht so weit von hier, um da einen festen Stand anzumieten, umzubauen und anzumieten, die öffentlich zugänglich ist, 6 Tage die Woche, ist sie offen. Es war sozusagen der erste Public Space für Privacy. Das war von Anfang an so ein Gedanke, dass wir uns halt gefragt haben, auch damals, als das Projekt 2017 angefangen hat, war so ein bisschen die Frage, man kann halt überall hingehen, man kann halt in den O2-Store gehen, Vodafone, ich kann überall mein Handy kaufen, ich kann auch zu Saturn rüberrennen und mir einen Laptop holen. Komischerweise ist da immer nur Windows drauf. Und wenn ich eben in den Handyladen gehe, dann kriege ich halt entweder einen Google oder vielleicht kriege ich ein iPhone oder so weiter. Das heißt, die alternative Welt, die eben existiert, ist einfach überhaupt nicht sichtbar und ich weiß auch nicht, wo ich die überhaupt kriegen soll. Also wenn ich das haben will, keine Ahnung, woher ich das kriege, so, da muss ich schon sehr tief einsteigen, um eben da sozusagen weiterkommen. Und das war eben die Frage, wie können wir was anderes anbieten? Und dann hatten wir eben hier den Vorteil, in der Markthalle eben zu sagen, okay, es ist eben einfach ein offener Raum. Man kommt halt in eine Markthalle, da kannst du halt eben Lebensmittel kaufen, du kannst aber auch Gemüse dir einpacken lassen. Und da ist eben dann auch einfach so ein Stand, der dir halt eben die Möglichkeit bietet, vielleicht zu sagen, hier, guck mal, wir bieten dir ein anderes Smartphone-Betriebssystem oder wir bieten dir eben... Auch um so ein bisschen ein Zeichen zu setzen, dass es eigentlich zur öffentlichen Infrastruktur dazugehört. Es sollte eigentlich etwas sein, was in jeder Ecke angeboten wird. Hier sieht man übrigens so der erste Pop-up-Bereich, da konnten wir dann kurz eine Zwischennutzung machen und haben dann mit ganz vielen ehrenamtlichen Helfern und Stunden erstmal da eine Einrichtung gemacht. Genau, das war eine ehemalige Fleischerei, die da nicht mehr weitermachen konnte, aus Personalmangel. Die rote Fleischerei-Punkte, die kamen eigentlich ganz gut aus mit unserem Design. Dann mussten wir da wieder raus, aber dann bekamen die Möglichkeit, einen schon seit 50 Jahren existierenden Bücherladen zu übernehmen. Der Typ ist in Ruhestand gegangen und dann haben wir da ein fester Stand gebaut, wo es halt konkrete Beratung und Support gibt und wo Menschen als erster Einstieg die Open-Source-Welt kennenlernen können. Genau. Also hier gibt es im ersten Raum so eine Art von Lounge und ein Schaufenster digitale Nachhaltigkeit, wo viele Initiativen, die sich mit dem Thema Privatsphäre auseinandersetzen, in Deutschland und Europa präsentiert werden, sowie Digital Courage, Netzpolitik, FSFE, aber auch Retail, die auch hier bei der Konferenz dabei war.
Genau, so, genau, das ist also immer offen. Dann haben wir hier drüben so den kleinen Store, da kann man sich eben hinsetzen, da gibt es dann eben Beratung, da gibt es Support ganz konkret, eben dreimal die Woche. Und hinten haben wir so ein bisschen Bereich, den wir so für uns, für Veranstaltungen und eben einfach so treffen, wenn wir dann manchmal freitags oder so größere Gruppen haben, wo man sich eben treffen kann und austauschen kann. Genau, genau. Und gerade das Smartphone, wir haben dann auch immer mehr festgestellt, dass halt gerade so das Smartphone, ich meine, das verdichtet sich natürlich im Smartphone, liegen eigentlich all die Probleme so ein bisschen sichtbar, verdichtet. Also auch die Chancen, aber auch die Probleme. Es ist natürlich so, dass man eben auf dem Smartphone natürlich eben als Universalwerkzeug es eben so ist, dass es halt immer wichtiger wird und präsenter wird und eigentlich die Teilhabe an der Gesellschaft, sage ich mal, eigentlich immer schwieriger wird, wenn man kein Smartphone hat und wenn man sich eben diesen Nutzungsbedingungen nicht unterwerfen möchte. Und wir haben natürlich auch immer mehr Leute, die bei uns an den Stand kommen, die eben genau noch in dieser Situation sind, dass sie eben kein Smartphone haben. Das sind auch Leute von der Altersgruppe, also sehr unterschiedlich. Genau, man denkt manchmal so, gibt es denn noch Menschen, die kein Smartphone haben? Genau. Und ich finde es auch ganz interessant, weil man liest so in Tausenden von Broschüren, die Krankenkasse schickt mir jede Woche irgendein Heft, da steht immer, kein Mensch kann sich mehr vorstellen, ohne Smartphone zu leben. Und wenn man aber da wirklich mal sozusagen so von der anderen Seite guckt, dann stellt man wirklich fest, es gibt noch wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, es gibt sicherlich noch 5 oder 10% von Menschen, die sagen, ich habe kein Smartphone. Das sind aber jetzt nicht nur die, sag ich mal, 80, 90 plus Menschen, die sagen, okay, das wird auch nichts mehr für mich. Sondern bei uns kommen auch einfach 20-Jährige, 25-Jährige Besucherinnen, die einfach sagen, ich habe kein Smartphone, weil ich einfach keine Lust habe, sozusagen unter den Bedingungen dieses Gerät zu haben. So. Und die sind dann eigentlich super dankbar, dass es eben da Möglichkeiten und Alternativen eben gibt. Und wenn man manchmal überlegt, dass eben heute ganze Infrastrukturen, ich meine, heute immer mehr Banken sagen, du brauchst ein Smartphone, um überhaupt noch Banking machen zu können. Oder sei es die Bahn, die immer mehr ihre Automaten abbauen. Also das heißt, da wird immer mehr sozusagen alle Menschen, für die Konzerne ist das natürlich super, die kriegen natürlich unglaublich viele Daten, die sind dankbar, wenn wir diese Apps installieren und schieben uns da rein. Und ich finde, ganz dramatisch war es auch ein bisschen bei der Corona-Warn-App zum Beispiel, wo die Bundesregierung sagt, okay, liebe Bürgerinnen, installiert euch die Corona-Warn-App. Hier ist jetzt eine riesen, sozusagen eine Krise von unglaublichem Ausmaß. Alle brauchen diese App. Aber letztendlich müsst ihr euch halt entscheiden, wollt ihr bei Apple oder bei Google Kunde werden? Sonst könnt ihr halt die App nicht runterladen. Und nur durch freiwillige, ehrenamtliche, engagierte Menschen sozusagen konnte diese App, weil sie dann Open Source war, konnte man sie eben nehmen und befreien und in den Android-Store, in den freien App-Store reinmachen, weil sonst wäre einfach die App für manche Menschen so überhaupt nicht. Aber da wird eben gar nicht gedacht. Also ganz oft wird einfach nur gesagt, laden Sie sich die App runter. Wenn man dann sagt, ich möchte da nicht Kunde werden bei den Konzernen, dann genau, verstehen die das dann auch nicht. Dann sagen die, es kostet doch nichts. Das können Sie doch einfach anmelden, kostet nichts. So, das ist dann meistens die Antwort. Genau, deswegen kann man bei uns also auch alles Mögliche auf dem Laptop machen, also Linux auf dem Laptop, auf dem Rechner spielen zum Beispiel, aber ist immer verstärkter auch das Smartphone im Fokus von, was wir machen. Genau. Und da machen wir erstmal auch ganz viel Werbung im öffentlichen Raum, der größte soziale Netzwerkplattform, die noch existiert. Genau, also weil es ist eben auch so, dass wir nicht auf Facebook und nicht bei Instagram sind. Wir sind eben bei Mastodon und Pixelfed, aber versuchen halt super viel. Was wurde da? Mastodon und Pixelfed. Ja, genau. Und was wir natürlich machen, ist eben der reale Raum. Das heißt, wir machen viel Flyer-Werbung, hängen ganz viele Plakate auf und so weiter, eben um tatsächlich einfach hier überhaupt einfach mal hinzuschreiben, so hier dein nächstes Telefon könnte eben privat Privatsphärefreundlich, es könnte nachhaltig sein und es könnte eben vielleicht auch noch hier in dem Fall reparierbar oder gebraucht sein. Kommen auch manchmal Menschen aus Potsdam oder aus Halle oder aus, weiß ich wo, genau, aus ganz Deutschland dann zu Besuch. Ja, genau. Und das ist eben so, man kann bei uns eben dann entweder kommen, bringt sein gebrauchtes Handy mit und kann das dann bei uns einfach vor Ort gegen eine Spende oder auch keine Spende flashen lassen. Das ist heißt, eine. Installieren, also ein neues Betriebssystem drauf installieren. Ich sag's doch nochmal kurz. Ja, genau, also dann spielen wir eben da ein anderes Betriebssystem auf, was eben ein entgoogeltes Betriebssystem ist. Oder wir haben in der Zwischenzeit jetzt auch angefangen, tatsächlich Smartphones da zu haben, die wir über den Wirtschaftsbetrieb des Vereins verkaufen, weil wir auch uns natürlich langfristig fragen müssen, wie können wir eigentlich diesen Marktstand finanzieren. Genau, und eigentlich für unter dem Nachhaltigkeitsaspekt das eine sehr gute Lösung ist, weil man einerseits nicht Menschen dazu aufzwingen möchte, ein neues Handy zu kaufen mit einem entgoogelten System. Sie können dann ein zweiter Hand Handy kaufen, was auch noch oft mit freier Software dann eine neuere Version drauf hat und damit auch eine schlankere Version. Letztlich hatte ich eine Frau bei mir, die hatte 200 noch was vorinstallierte Apps auf ihr Samsung Google Handy. Und bei freier Software ist das halt irgendwie sind es 20 oder 30 Apps, die dann vorinstalliert sind, die sozusagen die Grundstruktur dargeben. Also genau, man kann lernen, wie man ein Handy flasht unter Begleitung oder du kannst sagen, okay, gib mir einfach so ein Ding. Ich bin froh, wenn ich ein
Genau, wir haben jetzt auch wieder im Oktober eine Veranstaltungsreihe, die wir machen. Die wird jetzt finanziert von der Landeszentrale für politische Bildung, wo man dann eben freitags hinkommen kann. Da kann man dann nochmal die Basics zum Thema Betriebssystem, freie Software, freie App-Stores und was weiß ich, sinnvolle Apps sich informieren. Und danach gibt es dann eben immer samstags nochmal so eine Smartphone-Werkstatt, wo man dann eben genau sein Telefon mitbringen kann. Und dann kann man eben gemeinsam gucken, wie man da eben, je nachdem, Apps drauf installiert, F-Droid installiert oder dann eben ein anderes Betriebssystem. Genau. Und im Moment sind wir gerade aktuell dabei. Die Phase war jetzt so ein bisschen so, die letzten 6 Monate haben wir so das versucht, ein bisschen in Einklang zu bringen, so zwischen Angebot und Nachfrage. Unser Projekt ist eben, wir sind eigentlich letztendlich alle ehrenamtlich tätig. Alles, was wir da machen, ist weitgehend ehrenamtlich. Wir haben manchmal so ein bisschen Finanzierung, wo wir dann Menschen, die uns technischen Support geben. Also manchmal haben wir Leute von der Krypto-Party, die sich bei uns engagieren. Oder wir haben jetzt auch jemanden, der eben sehr gut im Handyflashen ist. Und den können wir dann so ein bisschen kleines Geld finanzieren über eine Förderung. Was uns natürlich total wichtig ist, wir wollen natürlich viel mehr Förderung und sagen, okay, Leute, die da eben das technische Know-how haben, sollen auch bezahlt werden. Mhm. Aber auch jede Förderung ist natürlich wieder ein unglaublicher langer Kampf, sag ich mal, um dieses Geld zu bekommen, nachher das Projekt richtig abzurechnen und so weiter. Also, eigentlich ist Doppio eine Art von, erstmal ein Prototyp. Wie könnte ein Ort des digitalen Empowerments so im öffentlichen Raum aussehen? Genau, und ist die Frage auch, wie könnte sich das dann dauerhaft finanzieren und wie könnte es nicht nur in Berlin-Mitte ein Public Space for Privacy geben oder so ein Ort, aber wie könnte sich das auf jede Ecke am liebsten natürlich etablieren, sodass Menschen so viel wie möglich Zugang zu haben. Genau, weil letztendlich, es gibt ja auch zum Beispiel eine Mieterinnen- und Mieterberatung, es gibt auch, was hatten wir noch als Beispiel, Mieterberater, genau, Verbraucherzentralen, also überall in Deutschland gibt es Verbraucherzentralen zum Beispiel und ich meine, die Frage ist schon, was gibt es eigentlich da eben in dem Bereich für ein Angebot, wo man sich eben einfach hinwenden kann und wo man eben sagen kann, okay, ich kann mich jetzt, wie gesagt, wenn ich mir irgendwie ein elektrisches Gerät kaufe oder irgendwie eine Steckdose einstecken möchte, dann mache ich auch nicht erst eine Ingenieurinnen-Ausbildung sozusagen, um irgendwas über Elektronik zu lernen, wobei wir jetzt beim Standaufbau was über Elektronik ein bisschen mal gelernt haben, wie vielleicht Strom funktioniert, aber das ist... Oder Bibliotheken zum Beispiel könnten auch gute Orte sein, wo man sowas unterbringen könnte. Genau, das sind alles so Fragen eben für die Zukunft und das hier sind im Moment so, also ich meine, das ganze Projekt hat, glaube ich, also im Moment haben wir sozusagen ein Jahr finanzieren wir, glaube ich, mit 16.000 Euro. Das ist sozusagen das Gesamtvolumen. Davon aber stecken wir, weiß ich nicht, hunderte Stunden in die Anträge und dann noch hunderte Stunden in die Abwicklung der ganzen Anträge. Und dazwischen müssen wir dann noch das Projekt machen, sozusagen. Also genau, viel Energie. Wir sind noch ein bisschen auf die Suche nach, wie das nachhaltiger finanziert werden kann, wie ihr merkt. Genau, und letztendlich auch eben die Frage, wie kann es eigentlich, braucht es das irgendwo? Wie kann es aussehen? Woran könnte man das andocken? Genau. Ja. So. Soweit. Super. Von unserem... Genau. Vielleicht habt ihr Kommentare oder Fragen oder Anregungen. Kann von mir aus auch reinschreien. Aber es gibt auch ein Mikrofon, die rumgereicht wird. Kurze Frage. Arbeitet ihr denn schon mit Bibliotheken oder Stadtteilzentren oder sowas zusammen? Nicht ganz konkret. Wir hatten ein paar Vernetzungstreffen, um mal zu gucken, ob wir vielleicht eine Ausstellung da machen oder so. Genau, es gibt Krypto-Partys in der Amerika-Gedenkbibliothek, aber nicht so ganz konkret. Nee. Also ich weiß, dass Bibliotheken zum Beispiel für Senioren, Handy-Sachen, dafür gibt es auch Finanzierung und teilweise Leute. Mhm. Vielleicht könnt ihr da euch mit drüber reinsneaken oder so. Mhm. Vielleicht könnt ihr da über die Schiene auch ein bisschen Geld bekommen. Mhm. Ja. Also es gibt auf jeden Fall auch coole Bibliotheken. Also im Moment ist es natürlich so, dass wir das jetzt natürlich versuchen zu bündeln an unser Stand, weil wenn wir natürlich jetzt noch in die Bibliothek zusätzlich gehen, dann steht der Stand wieder leer. Also das ist genau, das ist manchmal so die Sache, auch jetzt gehen wir ja im Moment gerade nicht mit diesem Fair-Apps-Wagen auf die Straßen, weil wir natürlich wieder mit diesem, also es ist immer so, wir haben natürlich auch nur eingeschränkte Kapazitäten, aber letztendlich müsste man mal gucken, wie das eben, genau, also natürlich sind wir auch immer froh, wenn sich Menschen noch einbringen, die technische Skills haben und genau. Und sagen, ich will jetzt in die Bibliothek gehen oder ich kann da wöchentlich ein Angebot oder zwei wöchentlich. Also für uns ist eigentlich immer nur Verlässlichkeit wichtig und selbst wenn einer nur sagt, ich kann nur 4-mal im Jahr, dann wäre das zumindest eine Verlässlichkeit, auf die man bauen kann. Ja, auch mir herzlichen Dank für den Vortrag. Ich finde das toll, was ihr macht. Ich bin selbst seit einigen Jahren Lineage-Nutzerin und weiß deswegen, wie schwierig das ist für Nicht-Technikerinnen, sich so ein Ding zu installieren. Mir ist immer aufgefallen,
dass es so noch so ein Stück eine Brücke fehlt zwischen dem, was die technische Dokumentation ist, die ja da ist, und die so zu erklären, dass Menschen, die nicht Informatik studiert haben, sie trotzdem auch verstehen. Und das könnte man vielleicht aber auch jenseits des direkten Austauschs nochmal versuchen zu institutionalisieren mit einfach besseren Beschreibungen, Anleitungen. Habt ihr damit Erfahrung gesammelt? Denkt ihr ähnliche Wege? Weil ich sehe, dass es einfach schwierig ist, die ganzen unterschiedlichen Systeme, die es gibt, das iOS und Lineage, und dann gab es für das Google Phone ja auch noch eins, wie hieß das gleich? Und, genau. Aber da ist einfach die Problematik, ich glaube, die Problematik ist auch, also die Smartphones werden eigentlich eher komplexer. Also erfahrungsgemäß ist es eher so, dass man leichter, sage ich mal, jetzt ein Samsung S4 Mini oder ein S5 oder so von Samsung kann man noch leichter flashen. Das wird eigentlich eher komplexer. Also das ist so unsere Erfahrung, die wir haben. Insofern ist es eigentlich jetzt da wirklich eine Anleitung. Also natürlich gibt es ja auch immer Anleitungen. Es gibt ja auf den Seiten von Lineage und so weiter, gibt es ja die Anleitung. Aber dass jetzt Menschen, die halt gar nicht wirklich technisch da irgendwie, also das ist, glaube ich, das, genau, da nickst du auch schon mit dem Kopf. Ich glaube, das ist, und ich meine, ich kenne das ja auch selber. Ich bin auch kein großer Flasher. Wir machen das wirklich bei so ein paar Handys, die wir selber machen. Aber ich mache das jetzt auch nicht bei den Menschen, die zu uns kommen, weil da fehlen manchmal das sind manchmal Kleinigkeiten. Da ist ein Problem von der Version, die drauf ist. Aktuelle Version ist vielleicht dann zu aktuell oder sie ist nicht aktuell und schon hast du Kompatibilitätsprobleme. Dann musst du wieder das Stock-ROM draufspielen. Also, das ist so ein Zirkus, das kannst du keinem Menschen antun. Und also, außer wenn man daran Spaß hat, natürlich, dann ist es super. Dann kann man da stundenlang machen. Aber Aber es ist eigentlich auch für uns immer wichtig, dass es auch Menschen gibt, die das nicht so gut verstehen, dass es Menschen gibt, die das ganz gut verstehen, und dass man dann so eine Art von Brücke baut, von wie erklärt man eigentlich noch was an welche Zielgruppe. Und da bin ich manchmal froh, dass ich nicht alles verstehe, weil sobald ich alles verstehe, ist es auch noch schwieriger, mich einzudenken in Menschen, die vielleicht dann die Terminologie nicht kennen. Es ist ein ganz interessanter Prozess. Hallo, ich bin Yannick, ich bin vom CityLab hier in Berlin und ich finde es auch richtig cool, was ihr macht. Ich wünsche mir das auch mal beim Einkaufen nochmal eine Tüte irgendwie alternativer Apps mitzunehmen nach Feierabend. Meine Frage für euch ist, gibt es die Chance, habt ihr angedacht, das auch in anderen Städten, anderen Kommunen noch auszurollen? Das ist ja wirklich eigentlich überall dringend gebraucht und es ist so eine coole Idee. Könnt ihr das abschätzen aktuell? Also wollen tun wir das natürlich, aber kapazitätstechnisch ist es für uns erstmal noch schwierig, weil also wir bräuchten dann so eine Art von Träger oder wir bräuchten dann irgendwie eine Andocking an etwas, das uns unterstützt, um das dann zu kopieren oder genau. Genau, also sinnvoll ist es auf jeden Fall, aber eben ist es einfach. Und dann ist es auch noch die Frage, glaube ich, macht man das so wie Digital Courage, der Verein, die existiert schon seit 40 Jahren oder so und die hat ja diese Ortsgruppen, aber das ist dann eine ehrenamtliche Struktur und das ist erstmal unsere Frage auch, ist das etwas, was wir wollen und was funktioniert oder möchte man das eher professionalisieren? Genau, das sind eigentlich Fragen, die noch so offen sind. Ja. Genau, ich wollte euch einmal nur ein Feedback geben. Ich bin Jan, ich bin von Digital Courage. Und wollte euch nur einmal sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich glaube über Mastodon und habe da, glaube ich, euren Marktstand auch gesehen. Und ich dachte, boah, das ist zum Hinknien, was ihr da macht, weil das super charmant einfach diese Brücke zu den Leuten auch geschlagen hat. Und ich dachte, oh, ja, ich fand es aber super inspirierend auf jeden Fall, weil ich auch im Bereich digitale Selbstverteidigung arbeite und Krypto-Partys und da habe ich wirklich super gern, habe ich das auf jeden Fall mir angeschaut. Ich wollte auch fragen, ob ihr noch vielleicht irgendwie einen Hinweis habt, wo ihr gemerkt habt, wie mir mit den Leuten, wo am besten so, sag ich mal, ihr die Brücke zu den Leuten geschlagen habt, dass sie auf euch zukommen und wo eigentlich so der Aha-Effekt am größten war, wenn ihr mit den Leuten gesprochen habt. Mhm. Also es ist wirklich teilweise, also über diesen Stand hat es halt super gut funktioniert, dass Leute eigentlich kommen, denken Fair Apps, hat immer so einen kleinen Widerspruch im Kopf, die wissen gar nicht, was soll Fair Apps sein, rennen so hin und dann gucken sie hin und dann fangen sie einfach an, sagen, ah, okay, verstehen erst überhaupt, was das sein könnte, sagen dann, ah, Firefox benutze ich, Wikipedia kenne ich und so weiter. Das war immer so, also da in diesem Stand eigentlich ein guter Anfang, überhaupt mal so ein Gespräch zu öffnen. Ja, und sonst halt natürlich im Moment ist es halt so, dass die Menschen, die natürlich zu uns am Stand kommen, die haben natürlich dann schon vorab sozusagen sich natürlich schon ein bisschen, im Moment sind wir natürlich wieder mehr auf dem Weg, dass Leute, die schon den Bedarf haben oder schon irgendwas ändern wollen, jetzt kommen. Vorher war natürlich dieser Stand eher so ausgerichtet, dass wir jeden ansprechen, so genau. Aber
Aber letztendlich denken wir halt manchmal, es reicht ja schon, wenn man alleine erstmal die Menschen, die sagen, ich habe da ein Problembewusstsein, ich weiß, dass ich da irgendwie was gerne machen würde, dass man die erstmal überhaupt einfängt und da schon wieder Lösungen vielleicht. Genau, aber manchmal kommen auch, wir experimentieren auch relativ viel mit Gestaltung, weil das ist ja unser Metier auch ein bisschen. Auch mit der Stande hatten wir zum Beispiel auch dann ganz bewusst so diese Hipsterbirne hingehängt, weil wir dachten, okay, eigentlich ist das nicht so eine Ästhetik, die man unbedingt möchte, aber dadurch nimmt man auch eine Hemmschwelle und dadurch denken Menschen, ah, okay, ich kann hier als Konsument einfach sein, ohne dass ich irgendwie eine komplexe Frage brauche oder irgendwie das besser verstehen muss. Oder dann haben wir so experimentiert mit so verschiedenen Designs, das ist dann eher so Apple-Ästhetik-User vielleicht. Und dann manchmal machen wir auch schnellere Designs, die sind ein bisschen so mehr Info. Soziallastig. Und das ist dann eher so, ich glaube, das hat gut funktioniert für Menschen, die noch nie von Lineage gehört haben oder so etwas. Da steht dann nur so kostenfreie Hilfe, Smartphone, Computer, Privatsphäre, Datenschutz. Und dann, ja, genau, da kriegen wir, glaube ich, auch Menschen ab. Und wir versuchen halt ganz wenig so immer wieder dieses Problemfeld. Also bei uns ist es auch mal so der Kampf, natürlich innerlich getrieben durch die Problemsituation, aber es wird natürlich häufig eben so dieses Problem aufgemacht und das ist ja auch oft so in den ganzen Produkten, die man so sieht, was weiß ich, Hackerin mit irgendwie einer Mütze auf, alles düster, was weiß ich, Matrix-Ästhetik, wo dann steht so, Achtung, genau, deine Daten fliegen weg und keine Ahnung, so alles so dieses Düstere und das versuchen wir halt eigentlich so ein bisschen gleich zu vermeiden, zu sagen, hey, guck mal, hier ist hier was Buntes, schau mal, willst du nicht auch so ein schönes Smartphone in deiner Tasche haben, ist doch klasse. So, und dann, ich glaube, das ist ganz oft so einfach dieses so Mitnahmeeffekt. Okay, bei uns kommen wirklich Leute, ich bin immer erstaunt, die kaufen dann so ein Smartphone für 260 Euro, die kommen dann einfach und sagen, ja, ich will so ein Smartphone, dann kaufen sie es, dann gehen sie wieder und dann denke ich hoffentlich, also sie dürfen immer wieder kommen, aber wir haben natürlich Gewährleistung drauf. Wenn sie natürlich, wenn das Gerät kaputt geht, können sie natürlich wiederkommen und es auch zurückbringen. Aber ja. Also ich glaube, manchmal funktioniert es auch einfach. Also ich glaube, es würden noch viel mehr Menschen würden es kaufen, wenn es einfach da wäre. Oder viele ältere Menschen, die dann gerade ein Smartphone bekommen haben von irgendeinem Familienmitglied. Aber die haben dann erstmal alle diese Apps und alle die Sachen, die sind total überfordert. Und die sind dann ganz froh. Die verstehen die Problematik vielleicht nicht unbedingt, aber sind ganz froh, dass sie etwas Schlankes, Einfaches haben, was gar nicht die ganze Zeit plopp, pling, plang macht. Ja. Beantwortet das deine Frage? Super. Danke. Ja, sonst danken wir nochmal ganz herzlich Bits und Bäume, dem engagierten Team, den Engeln und ja, dass wir überhaupt hier sein durften, das vorstellen durften. Dankeschön. Und kommt gerne vorbei.